Hallo meine lieben Digi-Ritter, hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Let's Play Digimon Story Cyber Sleuth im New Game Plus Modus auf dem Schwierigkeitsgrad schwer. Wir machen da weiter, wo wir beim letzten Mal aufgehört haben. Wir sind immer noch im Kapitel Was ist Jugend? Wir sind jetzt bei einer Spielzeit von 99 Stunden und 3 Minuten. Okay, bald sind die 100 Stunden dann offiziell erreicht. So, die Frage ist jetzt, was ich jetzt erstmal noch machen muss. Ich habe das nämlich nicht mehr im Kopf. Genau, zwei neue Fälle haben wir hier. Einmal Numemon schlägt zurück und einmal Nanimon am Sonntag. Okay. Numemon wäre im Zentralkrankenhaus und Nanimon auch im Zentralkrankenhaus. Okay, machen wir erstmal den Nanimon-Fall. Das heißt, wir müssen jetzt wahrscheinlich dann zum Zentralkrankenhaus. Und mal sehen, was dort dann passieren wird. So. Welch ein Zufall, dich hier zu treffen, Digi. Arbeitest du gerade? Ich wollte nach meinem Bruder sehen, dabei fällt mir ein, Digi. Hast du einen Moment Zeit? Mhm. Würdest du für mich mit meinem Bruder sprechen? Ich möchte, dass du ihn triffst, Digi. Okay. Mein Bruder Yugo.私は今まで兄の世話をしていても、あまり悲しくなかったんです。どんなに話しかけても、触っても反応が返ってきたことはありませんでしたけど、それが当たり前になってしまっていたんです。でも、この間、あなたから兄の言葉を聞いて、悲しくなりました。 何も喋らず、こうして寝ている兄が普通じゃないんだって改めて気づいてしまって。私はエデンを守るため、そして何より兄を救うため、絶対にエデン症候群の原因を突き止めてみせます。それに、 あなたの体を元に戻す方法もきっと。助けてくれたお礼、まだできてませんから、今度は私があなたを救う番です。付き合わせてしまってすみませんでした。確か病院にはお仕事で来たんですよね。よかったら、 どんな内容なのか、教えてくれませんか。何かお手伝いできることがあるかもしれません。山科さんが錯乱状態で入院ですか。わかりました。山科さんの病室はロビーの受付で確認できるはずです。行ってみましょう。 Mhm. Genau, jetzt müssen wir zur Rezeption, damit sie das erfragen kann. Auch wenn ich nicht verstehe, warum wir das nicht machen können. Aber okay. Mhm. Genau. Da
Danke für das Kompliment. So, trennen wir uns und suchen Herrn Yamashina. Okay, jetzt müssen wir hier rumfragen. Den verwirrten Mann. Herr Yamashina ist aus seinem Zimmer verschwunden, ja? Wir haben zu viel zu tun, um ihn zu suchen. Könntest du uns helfen, ihn zu finden? Das Krankenhaus kann er ja nicht verlassen haben. Okay. Hey, kennst du das verbotene Krankenhauszimmer? Ich weiß alles dazu. Verwirrter Mann. Ein verwirrter Mann, von denen gibt es eine ganze Menge und nicht nur im Krankenhaus. Das war nicht meine Frage. Wie erkenne ich denn, welchen du meinst? Ist er noch verwirrter als alle anderen? Egal, zurück zum Thema. Das verbotene Krankenhauszimmer. Da kann man eine unheimliche Stimme hören. So im Stil von Buh. Meinst du, es ist ein Tier oder ein Monster? Vielleicht ein Digimon? Du solltest es dir ansehen. Klingt doch cool, oder? Na klar. Okay. Na gut, dann können wir hier anscheinend einen Verbindungssprung durchführen. Bevor wir aber hier reingehen, wie immer noch mal kurz ins Digilab gehen, damit wir unsere Sachen auffrischen können. Okay, da müssen wir wohl nichts wiederherstellen. Ich glaube, hier können wir aktuell immer noch nichts machen. Na gut, Boltmon könnte man machen. Ah, Beelzemon wäre eine Möglichkeit, aber da bräuchten wir noch viel mehr Fäh. Wie viel haben wir jetzt? 61, ja, nicht schlecht. Boltmon und für Gankumon brauchen wir immer noch ein paar Level, beziehungsweise auch noch TP von 1700. Gut, da fehlen nur noch 140, das ist, denke ich, machbar. Da muss ich mir mal in den Chat schreiben, welchen ich von den beiden anpeilen soll. Wenn ich Beelzemon anpeilen soll, dann würde ich Skalmeramon zu Boltmon digitieren, dann wieder digitieren, dann nach ein paar Leveln, damit wir einfach auf Fäh 80 kommen, damit wir dann Beelzemon machen können. Gut, bei Darkdramon bräuchten wir sowieso noch ein Bancho-Leomon. Da bin ich nicht sicher, ob das jetzt so viel Sinn machen würde. Na gut, Rosemon Bursmodus geht ja eh nicht. Zborgrollmon. Camp 50% Fäh gleich 40. Ach, das stimmt ja, das war ja das. Für die restlichen. Ah, stimmt, da brauchen wir für alle. Dann noch Fäh. Da würde es ja fast Sinn machen, Darkdramon zu Wargrollmon zu dedigitieren. Die Frage ist nur, warte mal, Fäh. Ja gut, Fäh 82. Da könnten wir dann über das Wargrollmon dann Galantmon zum Beispiel machen. Na komm, machen wir das doch mal. Und mit dem anderen Wargrollmon würde ich dann. Obwohl, die brauchen alle Fäh. Ja gut, da brauche ich. Da kann ich ja direkt dann auch dedigitieren noch einmal. Wie viel Fäh hatten der überhaupt? Fäh 13. Ja gut. Dedigitieren wir da auch mal. So, dann haben wir Leomon. Na gut, da haben wir verschiedene Möglichkeiten, in die wir gehen können. Aber der ist ja auch erst Level 1. Level 26, 30. Ja, okay, da können wir eh nichts machen. Der muss ja eh erstmal gelevelt werden. Na gut, dann haben wir das schon mal vorbereitet. Ah genau, jetzt, das Einzige, was ich jetzt vergessen habe zu gucken, war,
Im Moment. Hier. Man muss ja wieder umdenken mit der Steuerung. So. Bei dem. Genau. Da haben wir jetzt eine Fail von 26. Das reicht ja. Positronenlaser können wir anwenden. Easy. So, perfekt. So. Aber war ich... Hier muss ich doch schon drin gewesen sein, wenn die Kisten und alles schon gelootet sind. Also ich glaube, hier bin ich falsch. So. Aber gucken wir mal weiter. Ah doch, wir sind richtig. Da vorne ist Nanimon. Der sitzt da auf einer digitalen Couch und schaut sich Fernsehen an. Der gönnt sich auf jeden Fall. So, mal sehen, was du zu sagen hast. Okay, der schläft sogar. Nanimon schnarcht laut beim Schlafen. Den Fernseher ausschalten? Ja. Hey, was fällt dir ein, einfach so den Fernseher auszuschalten? Ich habe das geguckt. Haben deine Eltern dir nicht beigebracht, dass man nicht in die Häuser anderer Leute geht und deren Fernseher abstellt? Wenn ich gewusst hätte, dass du so eine lange Moralpredigt hältst, hätte ich mich gleich entschuldigt. Nun ja, wenn du dich entschuldigst, kann ich dir wohl vergeben. Schwamm drüber. Zeitung, ich brauche eine Zeitung. Kauf mir irgendwo eine. Okay. An diese Quest kann ich mich gar nicht erinnern. Dass man jetzt irgendwo hingehen musste und eine Zeitung holen musste. Aber okay, dann machen wir das. Die Frage ist jetzt nur, ist hier vorne eine Möglichkeit, eine Zeitung? Nee, natürlich nicht. Wo soll ich eine Zeitung herbekommen? Na gut, hier wahrscheinlich auch nicht. Ich gehe mal davon aus, nicht hier im Krankenhaus. Schauen wir mal. Shinjuku, Shibuya. Irgendwo dort wird doch wohl ein Zeitungsstand sein, wo man Zeitungen bekommen kann. Hier sieht es nicht danach aus. Nee, ich glaube nicht, dass wir hier eine Zeitung herbekommen. Was soll ich tun? Hey du da, ich habe ein paar Zeitungen übrig. Willst du die kaufen? Ich habe eine Zeitung vom Austragen übrig. Gebe sie dir für 100 Yen. Was meinst du? Zeitung für 100 Yen kaufen? Ja. Super, einen schönen Tag noch. Okay, da bin ich dann anscheinend gerade vorbeigelaufen und habe den übersehen. Na gut, das war easy. Mal sehen, was wir ihm als nächstes holen müssen. Oh!
Levelmon ist einfach so stark. So, das Wargrowmon ist jetzt schon Level 8. Leomon Level 8 und Growmon ist auch Level 8. So, der Herr, hier ist Ihre Zeitung. Soll ich Ihnen noch Brötchen holen? Nanimon schnarcht laut beim Schlafen. Den Fernseher ausschalten? Nein. Na gut, ich muss den Fernseher ausschalten. Ja, ja, Fernseher ausschalten. Ja, bla 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 bla. Habe ich dir nicht einen Auftrag erteilt? Wie läuft es denn? Hast du eine Zeitung für mich? Täglicher Tokaido Sport. Gut gemacht, du hast guten Geschmack, was Zeitungen angeht. Was, das Geld für die Zeitung? Das gebe ich dir nicht. Na gut, dann müssen wir dich bekämpfen. Du bist doch für den Fall bezahlt, nicht wahr? Gedulde dich also einfach. Himmel. Okay. Das war der Auftrag. Wir sollten ihm nur eine Zeitung bringen. Fair enough. So, dann raus aus dem digitalen Raum. Dann verstehe ich auch, warum das ein Ein-Sterne-Auftrag war. So, die sind jetzt alle Level 9. Perfekt. Hoffentlich ist der andere Auftrag da ein bisschen spannender, aber wir sollen eigentlich Yamashima noch finden. Irgendein besonderes Zimmer. Okay, das wird vermutlich hier oben nicht sein. Dann gucken wir mal auf die Normalstation. Nee. Oh, wow. Yamashima scheint nicht hier zu sein. Okay, da scheint er auch nicht zu sein. Da auch nicht. Da auch nicht. Da auch nicht. Wer bist du? Ach ja, du gehörst zu meinen Angestellten bei Kamishiro. Da ist er. Ich wusste, du schaffst es, Digi. Wer seid ihr zwei denn und was wollt ihr von mir? Ich wurde verraten, oder... Habe ich jemanden verraten? Etwas ist passiert, vor 8 Jahren. Danach, hört auf. Es tut mir leid, ich wusste es nicht. Ich weiß es nicht mehr, will nicht, kann mich nicht erinnern. Ah. Ist alles in Ordnung, Herr Yamashina? Was ist passiert? Bitte sagen Sie es uns. Ich gehöre zu Kamishiro, ich kann Ihnen bestimmt helfen. Kamishiro? Ja, ich habe dort gearbeitet, in dem Labor unter der Erde. Ich flehe euch an, ich muss in das Labor. Bringt mich in das unterirdische Zentrum von Roppongi. Was? Warum denn? Ich muss gehen. Ich muss etwas. Ich muss gehen, muss gehen. Gehen wir lieber mit ihm. Wir bringen Herrn Yamashina zum Labor in Roppongi. Okay, jetzt sind wir hier unten. Wir sind beim Labor, Herr Yamashina. Ja, hier habe ich gearbeitet. Was? Erinnerungen? So viele. Gerade fällt ihm wohl etwas wieder ein. Mentaldaten. Wir haben sie gescannt, hochgeladen, neu geschrieben. Ja, das ist es. Ich habe an der Erstellung von Mentaldaten geforscht. Erstellung von Mentaldaten? Sie haben die grundlegende Technologie für Eden erschaffen?
Nicht nur ich allein, da war noch jemand, ein Kollege. Soedo, genau, es war Soedo. Er hat mir mein Gedächtnis geraubt. Soedo hat ihr Gedächtnis gestohlen? Ich flehe euch an, holt mir meine Erinnerungen zurück. Mit diesem Gerät geht das. Ich habe schon genug ertragen müssen wegen Dingen, an die ich mich nicht erinnere. Okay. Ich werde das Gerät bedienen. Bitte zeigen Sie mir wieder, wie es geht. Lade zuerst meine Mentaldaten, mach dann eine Kopie. Die Kopie sollte dann im virtuellen Speicher des Geräts ausgeführt werden. Dort ist sie geschützt. Wenn wir dann die Originaldaten mit der veränderten Kopie überschreiben, sollten sich die Erinnerungen ändern. Führe meine aktuellen Erinnerungen im virtuellen Speicher aus. Wenn wir dann in ein Feld angeben, wer das Gerät... Stimmt etwas nicht, Herr Yamashina? Die kopierten Daten verursachen eine digitale Verschiebung? Da ist etwas in seine Gedächtnisdaten integriert, das die Entfernung des Schutzes verhindert. Eine digitale Verschiebung? Das heißt... Und weg sind wir. Gut, ich konnte eine Verbindung aufbauen. Dein Verbindungssprung hat mich ganz schön verdutzt. Jetzt weiß ich, was Kyoko mitmacht. Tut mir leid. Ich sage dir, wo du hingehen musst, jetzt wo die Mentaldaten fertig kartiert sind. Irgendwo in den Daten sollte ein Schutz an den Erinnerungen angebracht sein. Durchbrich ihn, falls möglich, dann kommen wir an Yamashinas Gedächtnis ran. Okay. Makoto Yamashinas Erinnerungen. Irgendwie ging es da nicht weiter, oder muss ich noch weiterlaufen, damit es getriggert wird? Okay, die erreichen jetzt schon Stufe 13. Perfekt. Okay, wir mussten weiterlaufen. So. Ich finde diese Damage-Ups immer so nice, wenn die getriggert werden. Und mal wieder ein Insta-Death. Sehr, sehr schön. Elfemon ist einfach so OP. Das finde ich einfach richtig gut. Und nochmal. Perfekt. Direkt zweimal hintereinander. Und Alphos Vedramon erreicht sogar 45. Perfekt. Rosamond Burst Modus erreicht 51, Omnimon Sword 55, Wargrowlmon 17 meine ich, nicht 51. So. Yay, schon wieder die drei.
So, die alle erreichen jetzt Level 19 und wir gucken mal weiter. Schon wieder. Also langsam nervt das Pattern. Dass immer dieselben sind. Oder fast immer dieselben. Aber wir kommen der Sache immer näher. Ich weiß jetzt nur nicht, wie tief man da jetzt noch runter in seine Erinnerungen gehen muss. Aber das werden wir dann schon sehen. So, die sind alle 21 jetzt. Das heißt, Leomon müsste dann mit 25 dann das Maximum-Level erreicht haben. Was er dann erreichen kann, dann müssen wir ihn eh wieder dedigitieren. Alphas Vedramon erreicht Level 46. Das gefällt mir. So, jetzt noch weiter runter. Wie tief geht das hier noch? Und wie oft müssen wir noch gegen Vademon und Vegimon kämpfen? Also langsam nerven die schon ein bisschen. So, 23 haben wir jetzt. Perfekt. Ich wollte gerade sagen, wenn die jetzt nochmal gekommen wären, dann wäre ich ausgerastet. Und ich weiß, ich kann mit einem Hack ausschalten, beziehungsweise die Anzahl der Begegnungen verringern. Aber das ist ja nicht der Sinn der Sache. Ich möchte die Digimon ja auch leveln. Ach, wen haben wir denn da? Insta-tot. Okay, die sind jetzt Level 24 und 54. Dann gehe ich trotzdem nochmal ins Digilab, bevor wir da dann gleich kämpfen. Einmal auffrischen und gucken, ob hier jetzt irgendwas noch geht. Growlmon. Da geht leider noch nichts. Growlmon, Metal Greymon. Na gut, ich werde wahrscheinlich eh auf Wargrollmon gehen und da dann auch nochmal. Bei ihm müssen wir zu Eligmon dedigitieren, weil ich sonst einfach nicht ein höheres Level dann bekommen kann bei ihm. Und damit haben wir auch dann schon mal Feld 10. Erreicht. So.
Das sieht nicht wie ein gewöhnliches Digimon aus. Besteht aus umgewandelten Gedächtnisdaten, okay? Möglicherweise benutzt es die veränderten Daten zum Schutz. Wenn du durchkommst, können wir die Daten freisetzen und in ihren Originalzustand zurückversetzen. Du musst es schaffen. Alles klar, wird gemacht. Genau, Ebemon war das. Mir ist der Name gerade nicht eingefallen, deswegen habe ich den Namen nicht genannt, aber Ebemon ist das. Ach, 930 Damage. Belfimon Rage Mode ist einfach so nice. Okay, er hat sich selber Fehler zugefügt. Okay, das tat weh. Aber Belfimon regelt. Komm schon. Geht doch. So, Omnimon Sword erreicht Level 56. Wargrollmon Level 26. Elecmon Level 16. Und Growmon Level 26. Und damit haben wir dann die digitale Verschiebung beendet. Schön, dass da extra jetzt normaler Yamashina stand. Alles in Ordnung, Herr Yamashina? Ja, es geht mir gut. Meine Erinnerungen sind plötzlich wieder da, also ist mir noch ein wenig schwindelig, aber ich bin wieder ich selbst. Mein Körper hat sich all die Jahre bestimmt nach seinen wahren Erinnerungen gesehnt. Darf ich denn fragen, was in Ihre Erinnerung integriert worden war, Herr Yamashina? Der Eden-Beta-Test von vor 8 Jahren. Der Beta-Test? Ja, es war eine geschlossene Beta mit einigen 100 ausgewählten Teilnehmern. Wir haben die Technik und das Spielerlebnis getestet. Damals habe ich für die Nile Corporation gearbeitet, die Kamishiro zu dem Zeitpunkt schon übernommen hatte. Soede und ich haben den Beta-Test geleitet, aber das war nicht nur ein Test, es war in sich schon eine Demo- und Werbeaktion. Und dann dieser Unfall bei so einem Event. Keiner der Designer hat das kommen sehen. Während des Beta-Tests haben 5 teilnehmende Kinder das Bewusstsein verloren. Die Ursache war unbekannt. 4 sind recht schnell wieder zu sich gekommen, aber das 5. wurde das erste Opfer des Eden-Syndroms. Das war also mein Bruder, genau. Verstehe, du bist die Tochter des Geschäftsführers von Kamishiro. Es gab noch 4 Kinder außer meinem Bruder. Wissen Sie noch, wer das war? Leider nein, das liegt nicht an meinem Gedächtnis. Ich weiß es einfach nicht. Ich und mein Eden haben diesen Kindern ihre Zukunft geraubt. Das habe ich nicht ausgehalten. Ich kam mit diesem Fehlschlag nicht zurecht. Ich wurde ganz krank vor Schuldgefühlen. Deshalb hat Soedo mein Gedächtnis gelöscht. Das hat mich für eine Weile gerettet. Zum Zeitpunkt des Beta-Tests waren die Behörden schon mit Eden involviert. Es ging um eine Menge Geld, deshalb gab es für das Projekt kein Aufhalten mehr. Um den Beta-Test als Erfolg verkaufen zu können, mussten wir so tun, als wäre nichts gewesen. Aber was ist mit diesen Kindern? Ich glaube, nur Soedo hat sich überhaupt mit ihnen unterhalten. Als sie aufgewacht sind, haben die 4 von seltsamen Dingen gesprochen. Sie haben eine märchenhafte Welt beschrieben. Die meisten Forscher kamen zu dem Entschluss, dass der enorme Stress zu einem hysterischen Zustand geführt hatte. Soedo jedoch nicht. Er alleine hat jedem Wort der Kinder gelauscht. Dabei bekam er selbst glänzende Augen wie ein Kind. Ein Kind, das einen Schatz gefunden hat. Weiß Soedo denn, wer die Kinder sind? Könnten wir ihn fragen.
Ach, nach den Kindern zu suchen hat keinen Zweck. Suedo hat ihre Erinnerungen gestohlen. Ihre Erinnerungen gestohlen? Nun, nicht wortwörtlich, aber ähnlich wie bei mir hat er sie verschlüsselt und unter Quarantäne gestellt. Erinnerungen können verändert werden, aber niemals vollständig gelöscht. Ein unbeschriebenes Blatt ist ein unmögliches Ziel. Aber warum hätte er das tun sollen? Sie waren der einzige Hinweis auf den Vorfall. Das müsstest du ihn selbst fragen. Dennoch war es möglicherweise ihre Rettung. Vorher haben sie alle geweint. Ich habe übrigens eine Bitte an euch, auch wenn ich weiß, dass ihr egoistisch ist. Könntet ihr meine Erinnerung bitte wieder unter Quarantäne stellen? Was? Mein altes Ich war von Arbeit besessen. Ich war nicht für meine Familie da und ich habe meine kleine Chica so oft zum Weinen gebracht. Ohne meine Erinnerung wurde ich zu einem fürsorglichen Vater. Ich wurde endlich zu dem, was meine Familie gebraucht hat. Sind Sie sich da absolut sicher? Das System kann Ihre Erinnerung nur ändern. Ihre unbewussten Schuldgefühle bringen diese Schmerzen eventuell irgendwann zurück. Das stimmt. Ich hatte wegen einer physischen Gedächtnisverrückung diese Symptome. Gedächtnisverrückung? Menschliche Erinnerungen bestehen nicht nur im Gehirn. In winzigen Mengen verteilen sie sich auf die Neuronen des Körpers. Deshalb kannst du die Erinnerung in meinem Kopf schon noch so gut verstecken, meine Augen, Ohren und Hände vergessen nichts. So sind Menschen eben. Aber nachdem ich euch jetzt alles gesagt habe, bin ich irgendwie erleichtert. Vielleicht ist es eine Art Buße. Ich bitte euch, lasst mich die Vergangenheit wieder vergessen. Ich möchte meine Familie für den Rest meines Lebens glücklich machen. Digi, was soll ich jetzt nur tun? Okay. Haben wir das Richtige getan? Ich würde sagen, ja, es war sein eigener Wunsch. Das kann man so nicht sagen, aber ja. Ich muss dann mal los. Ich muss Fräulein Rie und Suedo finden, um das Rätsel des Eden-Syndroms zu lösen. Ich melde mich bei dir. Okay. Tut mir leid, dass ich dich unterwegs störe, aber ich brauche deine Hilfe. Könntest du sofort nach Shinjuku kommen? Weg da, willst du etwa, dass ich dir eine Kugel verpasse? Du komisches, glibberisches Ekel. Auf Ekliges darf man schießen, stimmt's, Madayoshi? Jetzt halt doch mal den Rand und warte einen Moment. Wir sind hier überfordert. Das ist dein Fachgebiet. Bitte hilf uns. Matayoshi und Date stecken wohl ordentlich in der Klemme. Okay. Ich würde trotzdem sagen, gehen wir erstmal die Sachen abgeben und machen das dann beim nächsten Mal. So, den Nanimon-Auftrag haben wir erledigt. Theoretisch hätten wir jetzt hier noch einen offenen Auftrag, aber beim nächsten Mal müssen wir ja erstmal Matayoshi helfen. Und da würde ich sagen, speichern wir dann für dieses Mal dann ab. Na, viel fehlt nicht mehr für die 100 Stunden. So, aber ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, zeigt es immer gerne durch einen Daumen nach oben. Abonnieren nicht vergessen, wenn ihr zum ersten Mal dabei seid. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal dann wieder. Haut rein. Ciao, ciao.